Ich weiß ja gar nicht, wo ist denn hier noch Müll groß? Ich sehe gar nicht so viel Müll. Wahrscheinlich den hier vorne direkt, ne? So, dann möchten wir mal hier eben Parkverwaltung, Personal. Ihr hier. Wer bist du? Gerardo Washington. Plus. So, du reinigst Eingang. Dann solltest du eigentlich nicht so viel zu tun haben. Weil der Rest ist relativ sauber. Die Läden laufen auch. Das sehe ich doch gerne. Die Parkbewertung steigt auch wieder. Boah, das war eine Tiefphase, Leute. Durch die wir da durch mussten, ey. Aber ich musste halt auch erstmal die Klos finden, ne? Bis wir Klos gebaut haben, das hat ja auch viel zu lange gedauert. Ich würde sagen, jetzt können wir auch ein bisschen schneller das vergehen lassen, weil hier wird nicht so viel passieren. Wir müssen aufpassen, wenn es runtergehen sollte. Da müssen wir im Blick haben, wo unser Park unordentlich ist und wo nicht. Machen wir mal für unsere Mitarbeiter auch was Gutes. Toll, jetzt habe ich für die Mitarbeiter was Gutes gemacht und in dem Moment geht meine Bewertung wieder runter. Lass mich raten, wo ist Müll? Ja, das stimmt, die ist halt auch voll. Der ganze Müll ist widerlich. Wo seht ihr denn den ganzen Müll, Leute? Vielleicht gibt es ja Müll, den ich nicht sehe. Parkverwaltung, Personal. Guck mal hier, du bist frei wirklich, du gehst bitte jetzt zum Cube. Denn du machst ab jetzt hier sauber, weil da ist nämlich das Erbrochene. Da haben wir das Problemkind gefunden.
Hier, da. So, jetzt sollte es auf jeden Fall einfacher sein, das ganze Ding zu retten. Denn wir machen auf jeden Fall wieder Plus, das ist gut. Mann, ist das ein Kampf in diesem Park, ne? Das alles nur, weil ich Toiletten nicht gefunden habe. Und die Mülleimer auch nicht. Ja, das ist wirklich eklig hier. Wo bleibt mein Mannequin? Wo ist mein Saubermachmensch? Der hierfür zuständig ist. Hier habe ich den Arbeitsbereich falsch eingeteilt. Normal Pause. So. Sollte doch jetzt eigentlich klappen. Halt einen neuen ein, der da einmal sauber macht. Ich hoffe, das geht ab jetzt automatisch, Leute. Wir haben Reinigungspersonal ohne Ende praktisch. Aber wir halten uns auch ganz gut. Wenn wir jetzt so langsam wieder hier zu den unseren alten Standards zurückkehren. Sollte das alles eigentlich auch kein Problem sein. So, wir können by the way, glaube ich, hier wieder anheben, ne? Ne, können wir nicht. Auf keinen Fall können wir anheben. Aber hier können wir ruhig 10 draus machen. T450. Solange wie die Warteschlangen nicht leer sind, ist das alles okay. Dann können wir das auch tragen, dass es teurer wird. Ich würde hier sogar auf $11 gehen. Das Einzige, wo wir die Finanzen überhaupt verändert haben, schon mal nicht, glaube nicht, ne? Guck mal, hier machen wir mal 6 draus. Die 9, das ist auch okay. Hoppala, bisschen verlesen.
Denn wir wollen ja schließlich, dass das alles funktioniert und unser Park auch. Ihr wollt, dass er sauber ist, dann müsst ihr auch dafür bezahlen, dass er sauber ist, ne? Lass mich raten, der ganze Müll. Das ist echt unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Müll sein soll. Ja, dann muss er halt gehen, wenn er kündigen möchte. Ich kann ihn nicht aufhalten. Aber ich kämpfe gerade, wie gesagt, mit Finanzen. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber wir waren schon mal deutlich, deutlich schlimmer da, was die Finanzen anging, ja. Ist das zu teuer? Nee, das ist okay. Machen wir teurer. Leute, wir brauchen Kohle. Tut mir echt leid, aber eigentlich bin ich nicht Fan davon, auszunutzen, dass es gerade läuft. Haben wir überhaupt einen Animateur? Ja, den haben wir gut. Komm, davon machen wir noch einen, dann freuen sich die Leute bestimmt auch ein bisschen. Dann geht das vielleicht nochmal nach oben. In Klammern alles für eine gute Parkbewertung hier. Ja, wir müssen einfach jetzt warten. Es ist doof, aber wir müssen warten. Boah, ist das schwierig hier, ja. 51%. Okay, die sind immer noch voll, das finde ich gut, weil dann verdienen wir nämlich ganz gut mit denen inzwischen. Aber wir bräuchten jetzt mal was Neues, eine neue Attraktion wieder, aber es kommt einfach nicht, weil wir kein Geld bekommen. Die Parkbewertung kann von mir aus einfach genauso bleiben, das ist okay. Ich muss halt nur irgendwie schaffen, das hier zurückzuzahlen. Noch 4 Monate brauchen wir dafür. Okay, das schaffen wir. Die Zeit bekommen wir auch rum. In der Zeit werden wir Verkäufer nachkaufen. Kritisch, ne? Noch. Ist doch alles gut. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So lang ist die Schlange nicht. So, wir werden hier jetzt ganz entspannt wirklich abwarten, ne? Was anderes bleibt uns nicht übrig. Der große Baum ist ein großes Problem für uns im Moment.
Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell ans Struggeln kommen in diesem Spiel. Weil das ja auch eigentlich nur als leicht deklariert wird, aber ich habe nicht gewusst, wie ich Toiletten baue. Da haben mir die Toiletten einen Strich durch die Rechnung gemacht, durch meinen einfachen Einstieg hier. Hätte ich die vorher gefunden und vorher an Mülleimer gedacht, wäre unsere Position denkbar besser. Also, wenn nicht sogar unglaublich besser. Sagen wir so, wie es ist. Das war nicht gut. Aber immerhin scheinen wir das Müllproblem in den Griff bekommen zu haben. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir Stopp. Müll. Wenn die so in den Keller geht, möchte ich wissen, warum. Taschendieb, okay. Sagen Sie das doch vorher. Wir können ja gerne ein bisschen mehr Personal einstellen. Das soll nicht das Problem sein. Cube war auch schon wieder kaputt. Okay, das sieht gut aus. Denn es ist noch mal ein bisschen gestiegen sogar. Mich ärgert das, dass ich nicht einfach. Noch einen Kredit aufnehmen kann. So, können wir jetzt bitte bisschen eine Zeitreise machen hier? Es soll ein bisschen schneller gehen. Oh, wir machen sogar Plus. Das ist das erste Mal, dass wir wieder Plus machen hier. Seit langem. Verkäufer hat gekündigt, das ist okay. Wir machen wieder Minus. Wir machen eigentlich wieder Plus noch Minus, das muss man auch dazu sagen. Aber. Nee, alles ist okay. Wenn es so weitergeht, überleben wir das Jahr. Dann überleben wir die große Baumfinanzkrise relativ gut. Ja, ich nenne das die große Baumfinanzkrise, weil warum denn halt auch nicht? Wie lange müssen wir warten? 2 Monate noch. Wie viel ist denn das noch? Sind noch 2000. Machen wir ruhig, dass wir ein bisschen Minus machen, das ist egal. Ich möchte, dass dieses Darlehen jetzt weg ist. Und je schneller wir das wegbekommen, desto angenehmer ist das. Und immer auf die Bewertung gucken, dass die bloß oben bleibt. Okay, guck mal, jetzt mit Mülleimern klappt es komischerweise. So, wir gucken nochmal nach den Finanzen. Ja, wir sehen, wie es weniger wird. Das ist sehr gut. Letzten Endes muss ich halt sagen, wir haben nichts zu verlieren mit den Darlehen. Ne? Wir werden auch noch eins aufnehmen. Und dann den Park zu altem Glanz verhelfen. Ja, und weitermachen, ne?
Was ist los? Ist was passiert? Ja, ich weiß, ich bin gerade dabei zu sparen, dass wir das ändern. Ich gehe mal davon aus, das wird sich gleich wieder einpendeln. Schon wieder ein technisches Problem. Was ist denn los, ey? Was sagt unser Mechaniker? Was macht der gerade? Okay, du kümmerst dich schon drum. Das finde ich sehr gut. Die ist auch wieder nach oben geklettert, genau wie ich es erwartet habe. Das Darlehen ist fast bezahlt, fehlen nur noch 1300. Ja, mal gucken, ob ich trotzdem 12 verlangen kann. Ja, kann ich. Gut. Ist das anstrengend. Das sind auch nur noch 700. Das geht auch schnell. Dann können wir den Park jetzt bald wieder zu altem Glanze verhelfen. Da hat insgesamt gleich 30.000 haben wir gebraucht, um auf einen grünen Zweig zu kommen mit dem Park. Das ist natürlich auch eine Menge Asche. Aber wir haben es geschafft auf jeden Fall. Vom Müllproblem sind wir weggekommen. Es wird deutlich weniger noch. 200! Hey, Lucy! Na, alles gut bei dir? Ja, los, lass uns das nächste Darlehen aufnehmen. Let's go. Nicht wirklich, was los? Bei mir ist alles gut soweit. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kämpfe gerade ein bisschen mit dem Park, der nicht ganz so das macht, was ich möchte. Aber das ist okay. Weil ich habe nicht gecheckt, wie man Klos baut. War das ein bisschen blöd. Und hat leider ein bisschen gedauert. So, ab jetzt machen wir wieder hier normale Geschwindigkeit. Und platzieren hier wieder unsere Sachen, die wir damals in der Not abreißen mussten. Aber man muss auch dazu sagen, ich wusste leider zwei Sachen nicht. Ich wusste nämlich leider auch nicht, wie man Klos baut. Was sicherlich auch nicht vorteilhaft war. Leider. Ich wollte gerade sagen, da war es doch gerade. Ja, und jetzt baue ich gerade hier wieder alles, sodass der Park wieder zu altem Glanze verhilft und dann passt das schon. Schreibe ich in den Nachrichtenstream, alles klar, weiß Bescheid.
Aber dein Tag war an sich ganz gut, das freut mich. Ich würde hier gerne noch was hinbauen. Jetzt müssen wir aufrüsten. Jetzt können wir aufrüsten, damit wir hier hoch, nee, oben auf den Baum möchte ich es nicht platzieren. Ich möchte gerne. Hier auch was hin platzieren eigentlich. Ich möchte jetzt hier, dass unser Park nur noch Top-Kritiken bekommt.